Mit dem neuen Zoe können Sie über das Multimedia-System EasyLink die Anfangszeit für die Ladung Ihres Fahrzeugs programmieren. Auf diese Weise können Sie Ihren Ladungsplan auf Ihren Fahrbedarf abstimmen. Wählen Sie bei stehendem Fahrzeug Einstellungen, dann Fahrzeug, dann Programmierung und drücken Sie schließlich auf Ladung. Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Ladungsprogrammierungen: sofort, zeitversetzt oder programmiert. Wenn Sie sofortige Ladung auswählen, beginnt die Ladung, sobald Sie Ihr Fahrzeug bei abgestelltem Motor und festgezogener Feststellbremse an eine Stromquelle anschließen. Das zeitversetzte Laden ermöglicht Ihnen, das Laden Ihres Fahrzeugs auf einen Zeitpunkt innerhalb der nächsten 24 Stunden zu verschieben. Um einen Ladezeitpunkt auszuwählen, drücken Sie auf Ändern, geben die gewünschte Uhrzeit für den Ladestart ein und drücken anschließend auf Schließen, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie werden über den Multimedia-Bildschirm an die programmierte Ladeuhrzeit erinnert. Wenn Sie die Ladung Ihres Fahrzeugs auf einen bestimmten Wochentag oder mehrere Wochentage festlegen möchten, wählen Sie Programm. Drücken Sie auf Ändern und wählen Sie anschließend das Ladeprogramm aus, das Sie speichern möchten. Geben Sie für die Ladung die Anfangs- und Endzeit sowie den Tag Ihrer Wahl an und drücken Sie anschließend auf Schließen, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie können 5 verschiedene Programme abspeichern. Über Ihren Multimedia-Bildschirm werden Sie an Ihren Ladeplan erinnert. Um ein Programm oder mehrere Programme zu deaktivieren, drücken Sie auf Off. Beachten Sie, dass diese Kontrollleuchte auf der Instrumententafel angezeigt wird, wenn eine Programmierung bestätigt wurde. Um sicherzustellen, dass die Ladung zum programmierten Zeitpunkt beginnt, achten Sie darauf, dass das Fahrzeug immer an eine Stromquelle angeschlossen, die Feststellbremse aktiviert und der Motor abgestellt ist. Sie können sich über die Registerkarte Kalender alle Ihre Ladeprogramme und deren Dauer blau und die entsprechenden Zeitangaben der Komfortprogramme rot anzeigen lassen.